Hallo ihr Quirlinge, Jax, Ex-Alb und Bestie von Xarko ist auf einem Rachefeldzug und einem ersten Angriffsfeldzug gegen den Eispalast. Die Truppen, die der Eispalast ausgespien hat, die sind schon überall in Xarko rundherum verteilt. Ich glaube, die Hälfte habe ich schon weg, aber die andere Hälfte, die beschäftigt mich noch. Es wird noch ein bisschen dauern, bis ich die alle weggeschossen habe. So. Wo seid ihr denn alle? Hier hinten ist irgendwas da oben, irgendein Tierchen. Kampfmaschine. Wo sind die anderen? Die anderen, wo sind sie denn? Was? Ah, okay, hier sind sie nicht mehr. Das war ja der letzte, der zu der Truppe von demjenigen gehörte, den ich am Ende der letzten Episode gekillt habe. Offensichtlich. Also dann, damit kann ich umgehen. Am besten über die offene Eisfläche. Das ist zwar eigentlich taktisch ungünstig, hier rüber anzugreifen, aber... Weil es taktisch so derartig doof ist, erwartet es ja auch keiner. Oh, wer ist denn da? Weg, weg, weg! Was ist denn das für eine Scheißpfütze? Weg, 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 weg. Ja, die offene Eishecke war scheiße. Ich geb's ja zu. Da ist wieder so ein übermotivierter Flammenwerfer-Typ. Freundchen. Trifft mich. Ich kann nicht schnell genug schießen, damit der liegen bleibt. Der steht auf, zieht ab und trifft mich. Das ist ein unfairer Vorteil, weil wenn ich aufstehe, ich muss erstmal zielen. Das muss der nicht. Der hat mich sofort im Visier. Das finde ich nicht gut. Das finde ich absolut nicht gut. Ich muss da nah genug an den ran, damit der in den Nahkampf geht. Bitte. Das hätte schief gehen können. Das war auch kurz vorm Schiefgehen. Gar nicht gut. Ja. Teil Nummer 2, komm. Den dicken bügeln wir gerade mal weg. So. Den Oh, der ist ja weg. Gut, danke, Kaya. Du ein, ich ein, so muss das sein. Mann, was ist das für Kinder werden. Es werden magische, edex-verseuchte Hybriden-Alp-Kinder, die irgendwie alles totstarren. Oh je. Oh, Achtung. Weg, 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 das ist ein Moloch. Weg, weg, weg! Kaya, tank den doch mal! Der ist schnell. Oh. Meine Fresse. Okay, was habe ich da noch Schönes?
Da oben ist einer. Das ist ein Soldat. War ein Soldat. Noch einer weg. Wieder einer weg von der Bande her. Commander Gurdox. Habe ich euch alle? Jo. Dann, wohin noch? Ah, okay. Links ist noch irgendjemand. Irgendjemand ist da noch. Oh. Das ist ja der Schlauch. Und ich dachte, es war so ein Weg. So ein Wehrgang. Nein, war es nicht. Das war kalt. Das war festgefroren. Bleib hinter mir. So, hier war ja was. Scheiße. Oh, woher weiß denn der, wo ich bin? Der kann mich doch gar nicht sehen. Wo seid ihr denn? Was? Weg! Und wieder so ein Medium. Von Flammenwerfer, als Soldat, der genau weiß, wo ich bin. Der macht die Augen zu und trifft. Ist das scheiße? Ja. Nö. Weißt du was? Geh einfach weg. Ihr aus Säcke. Ist mir scheißegal. Kommt da die daher. Wenn ich mich euch nähere, ihr wisst ja sowieso, wo ich bin. Das ist unfair. Also, dass sie ungefähr wissen, wo ich bin, das will ich mir noch irgendwie ausdenken können. Aber dass ich den Kopf über ein Hindernis stecke und sofort einen Flammenball in die Fresse kriege, das ist unfair. So schnell könnte einfach niemand reagieren. Hat er mich im Visier? Da kommt jetzt ein Flammenball nach dem anderen. Und nein, Jax ist nicht so groß wie ein Bergtroll. Bei dem kann man das auch noch verstehen. Und er ist auch ein bisschen flinker. Ah, diese Ansammlung von Soldaten, die ist nicht killbar. Ah, du nervst mich! Ah, du Storch! Lade diese scheiß Knarre durch und schieß diesem Entenbraten in die Pfanne! Gruselig. Mann! Stress! So sind jetzt diese unbesiegbaren Alpsoldaten. Dieser Klumpen von Alpsoldaten, der aus allen Rohren feuert. Der Rücken an Rücken steht. Da oben sind sie. Der hat mich schon wieder getroffen. Das gibt's gar nicht. Da kann auch Kaya nichts dagegen tun. Das will was heißen. Weg! Geh da runter! Mann! Saufen! Ich habe keine einzige Kapazität tot gekriegt. Keine einzige, glaube ich. Oh. Hoch. Und kaum bin ich hier, schicke ich den ersten Feuerball in die Fresse natürlich. Weil der ja immer genau weiß, wo ich bin. So.
Weg, 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 weg. Der kann hell sehen. Der kann hell sehen. Vergiss es. Der ist nicht besiegbar. Der weiß genau, wo du bist. Der Stein Feuer. Und komm hier hoch, Mann. Na, warte. Ich will, dass du in den Nahkampf gehst. Danke. Oh. Meine Nerven. Meine Nerven. Die machen solche Spiele nicht mit. Ich bin doch kein Shooter-Spieler und das sieht man doch. Warum mache ich sowas auf Ultra? Warum stelle ich es nicht auf leicht zurück, während ich sowas spiele, ha? Das würde meine Nerven schonen. Aber nicht die Lachmuskeln meiner Zuschauer. So. Das ist ein roter Pöppel auf der Karte. Wer bist du? Ein scheiß Eisschnabel wieder, ja? Nee. Gut. Diese Albstellung wäre auch erledigt. Habe ich den Dicken ja schon ausgenommen? Der hat Elex dabei. Habe ich. Gut. Eine Albstellung fehlt noch. Die ist aber irgendwo an diesem Konverter, an dem anderen, glaube ich. Und wer ist da hinten? Links? Oh, wer ist da? Hier ist ein Gegner. Wo soll der sein? Ah, hier stimmt was nicht. So, wo seid ihr? Die Nächsten, ha? Huh? Ach ja, ist ja da irgendwie so ein komisches Vieh. Das interessiert mich aber nicht. Eine schlafende Schneeklaue oder irgend sowas. Irgendwas Pelztragendes, Röhrendes, mich Kratzendes. Stehen überall Kräuter rum. Wer hat denn hier gepflückt? Ja, ich nicht. Da liegt auch noch was. Wow. Elexit. Levitierenderweise. So, Achtung, hier könnten wir es langsam... Ah, da klappt sich eine Kampfmaschine. Mit der örtlichen Fauna. Es ist gar nicht so schlecht. Sag mal. Es reicht. Sag mal, war das bei euch auch so viele Viechter? Es ist ja unglaublich. Man geht einmal kurz aus Xarkor raus und Xarkor ist gefühlt wieder voller Eisschnäbel und Schneeklauen. Meine Fresse. So, jetzt wieder den da ausschalten und die ganze Scheißmeute wieder anlocken. Ja, da ist er. Da ist er, der hellseherische Alp. Und leider ist der Kampfkoloss noch nicht. So. Gut. Weg. Geh weg. Lauf. Lauf. Geh doch einfach irgendwo hin. Es ist nicht zu schaffen. Ah. Aber bin ich froh, wenn ich diese Ekelqueste endlich hinter mir habe. Das ist nicht zu fassen. Achtung, da ist schon der Typ, der in die Zukunft sehen kann und genau weiß, wo ich bin. Geh um die Ecke, der trifft dich gleich. Ah, oh, da ist die Kante. Weg, weg, lauf, 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 lauf.
Oh. Weg! Weg! Geh hier irgendwo runter! Ich muss die Waffe wechseln, ich habe keine Zeit. So. Stufe. Weg. Geh weg. Geh hier hinter. Es sind nur drei. Nur. Jetzt musst du laden. Ausgerechnet, jetzt musst du laden. Gerade jetzt gibt Kaya den Geist auf. Gerade jetzt. Geh weg, der macht dich alle. Der macht dich alle. Der weiß genau, wo du bist. Er weiß immer, wo du bist. Und er schießt schneller, als ich es jemals könnte. So, ich muss in den Nahkampf springen. Das bringt nichts. Du musst in den Nahkampf. Danke. Jetzt lad deine Scheißwumme nach. Lad doch mal nach. Oh. Ich krieg ja gleich einen Föhn. Wer bist denn du? Gefährliche Gegend. Ich kotze gleich ins Mikrofon. Mann. Ist die Scheiße jetzt endlich zu Ende? Ich hätte den Hybriden, lege ich mit drei Hieben. Oder drei Schüssen. Aber die hier, die nerven mich. Das ist die Scheißmenge. Oh, diese Queste, die hat mich echt. Die war ja fürchterlich. Oh. Nimm das Ding aus. Da vorne noch gucken, ob da noch jemand ist. Ja, die zwei hier natürlich. Und hier? Huh? Nur eine kleine Assel. So, jetzt gibt es zum Cooldown noch zwei Sachen, die ich in Xarkor bei meiner Erkundung nicht gefunden habe. Das ist einmal eine Goldtraune und einmal ein letzter kleiner farbiger Stein. Das habe ich recherchiert, wo die sind, deswegen weiß ich es jetzt ganz genau. Die Goldtraune ist ganz nah, die müsste hier irgendwo sein. Die habe ich tatsächlich nicht gefunden, obwohl ich sie hätte finden müssen. Das hat mich schwer getroffen, weil eigentlich habe ich die Umgebung dieses Konverters ja mir angeguckt, aber nicht so, dass ich es gefunden hätte. Sie wieder Viech da diesen Konverter. Fürchterlich. So, hier oben irgendwo. Da leuchtet's schon. Wow. Das kann man eigentlich gar nicht übersehen. Doch kann man. Hier. Goldraune. Goldraunealarm. Goldalarm. Also Kräuteralarm, will ich damit sagen. Da in Xarkor gibt's die Goldraune. Zack. So. Und dann zu der anderen Stelle, wo ich was übersehen habe in Xarkor. Das ist im Grunde genommen da. Und zwar dann dahin. Da geht es nämlich ein Stückchen noch in den Berg rein. Das habe ich aber nicht gesehen. Ich dachte, das ist halt so ein Wasserfall und so ein eisiger Tümpel und das war's. Aber das stimmt gar nicht. Das stimmt gar nicht. Ja, mach mal. Jetzt ist es schweinekalt. Setz dir einen Stimm.
dann. Wieso kommst du so nah? Geh doch mal weg. Nämlich ein Eisgigant. Ich sehe die Hand vor Augen. Und hier ist ein Geheimversteck. Da. Bestehend aus kleinem grünen Stein, Elixit, Elixitbeutel und so weiter. Wechsel mal bitte mal die Brille. Setz dir einen Stimm. Trink einen Trank. Der nutzt nichts, auch wenn du den Stimm getrunken hast. Das ist schlecht. Oder wie man gesetzt hast. Hier hinten ist es eisekalt, da ist ein Eisgigant und da ist halt der letzte kleine grüne Stein. Und ich würde gerne wieder rauskommen. Irgendwie, danke. Oh, ist das fällt da drin. Mann. So. Dann waren das die Sachen, die ich in Xarkor vergessen hatte. Und ich habe noch zwei weitere Sachen vergessen. Noch ein Ding in Ignadon und ein Kraut in Abessa. Machen wir mal erstmal das Ding hier. Das Ding ist nämlich, geh mal dahin. Der letzte kleine farbige Stein, den ich hier vergessen habe, der ist nämlich ziemlich offensichtlich. Und den habe ich aus purer Dummheit vergessen. Ich habe ihn nämlich schon gesehen. Der ist in einem Tresor, der da oben rumliegt. Und ich erinnere mich, dass ich diesen Tresor gesehen habe. Den Bergtroll lasse ich mal ganz. Ich erinnere mich, dass ich diesen Tresor gesehen habe. Und ich war dann der Ansicht, ich habe ihn geplündert, aber ich habe ihn nicht geplündert. Der ist komplett unangetastet. Das ist fürchterlich. Das ist unglaublich. Aber es ist so. Und zwar da oben auf dieser obersten Berg-Vulkan-Lava-Wasserfall-Spitze. Genau. Das Problem ist, da hinzukommen. Das ist nämlich unglaublich unwegsam, da hinzukommen. Vor allen Dingen, wenn man nicht laufen kann. Als Held von Welt. Ich müsste mal irgendwie auf so einen Weg kommen. Da ist ein Weg. Ich weiß zwar nicht, wo der sein soll, aber da ist einer. Da unten tatsächlich. Jetzt muss ich dem Weg folgen. Oh, da ist wieder so ein Vieh. Das ist nicht zu glauben. Weg. Jetpack tot. Scheiße. Ich bin wieder verpackt. Wow. Ah, jetzt geht's wieder. Man ist manchmal in einem Zustand, da geht gar nichts mehr. Stress. Vielleicht sollte ich lieber das hier aufsetzen im Moment. Ja, da oben ist also der letzte kleine gelbe farbige Stein oder gelbe. Es kann auch ein weißer sein. Ich glaube, es ist ein weißer, der noch fehlt. Hi, na du? Gehe ich am besten dahin. Ja, bis dahin ist gut. Also, go! We'll be right back.
Puh. Also, hier oben. Ich erinnere mich, ich war noch da hinten und habe da hinten ein Kraut gepflückt. An das Lackbiest, das regelmäßig hier oben ist, erinnere ich mich auch. Hier war das, genau. Und ich erinnere mich auch daran, dass ich irgendwann in dieser Hütte da einen Tresor gesehen habe. Und ich war der Meinung, ich habe ihn ausgenommen. Habe ich aber nicht. Wie man sehen kann. Hacken! 4 ist größer als 3, ist kleiner als 5, ist kleiner als 8. 3 ist größer als 1, ist kleiner als 7, kleiner als 9. Geht doch. Oh. Oh. Brille. Nicht zu fassen. Das ist nämlich der letzte kleine weiße Stein und ein Kelch. Haha. Prima. Jetzt habe ich alle kleinen farbigen Steine. Und als ich das recherchiert habe, da habe ich, glaube ich, noch hier irgendwo noch ein bisschen Gerümpel gefunden. Wo war denn das? Hier irgendwo vielleicht? Oder auch nicht. Ist auch egal. Es geht weiter nach Abessa. Da habe ich nämlich das letzte Kraut, den letzten Kronstöckel, den habe ich auch nicht gesehen. Das war auch wieder mal so eine ganz tolle Aktion. Denn es gibt hier in der Nähe der Kuppel und Relikt- und Ruinenstadt tatsächlich einen Kronstöckel. Und den habe ich nicht gesehen, obwohl ich hier 1001 Mal dran vorbeigelaufen bin. Und den will ich jetzt auch noch gerade einsammeln. Und dann habe ich das alles erledigt. Dann habe ich ja nur noch den Angriff auf den Eispalast vor mir. Ich glaube, ich habe dann alle Questen erledigt. Schauen wir gleich mal nach. Natürlich mache ich vorher noch 2 Level-Ups. Ich habe noch 2 Stufen jetzt gewonnen. Durch die ganzen Questen und durch die ganze Kämpferei. Das heißt, ich habe nochmal 2 Fähigkeitenpunkte und auch einiges an Elex. Da oben. Der ist eigentlich nicht zu übersehen. Ich habe ganz andere Kronstöckel gefunden, aber den da oben nicht. Das ist ganz, ganz ernüchternd. Umso mehr freut mich dieser verspätete Kronstöckel-Kräuteralarm. In den Gefilden von Abessa. Zack, so. Und jetzt. Jo, jetzt habe ich eigentlich alles gemacht, richtig. Einige Allkommander postieren ihre Stellung vor dem Eispalast in Sarkor. Der Weg muss freigeräumt werden, habe ich gemacht. Kalak kennt den Code, weiß ich jetzt auch. Thorol hat mir seine Unterstützung zugesichert. Ich könnte nochmal zu Thorol gehen. Aber ich weiß nicht, ob der noch irgendwas zu sagen hat. Oder ob der dann sagt, du geh halt los, hau ihn halt um. Nein? Wo ist denn das? Ach doch, da ist das genau richtig. War ja richtig. Was sich die Menschen damals wohl dabei gedacht haben. Die haben sich gedacht, dass Dr. Adam Charles Dawkins zu einem Hybriden der Alps wird in 160 Jahren. Hm? Ich bin Kallax begegnet. Und? Hast du gefunden, was du suchtest? Mehr oder weniger. Sei froh, dass dieses Kapitel endlich abgeschlossen ist und du dich auf das Wesentliche konzentrieren kannst. Mhm. Die Länder der freien Menschen dürfen nicht fallen. Okay. Jo. Der hat nichts mehr zu sagen. Mit Sardom kann man nicht reden. Sestak ist in den ewigen Jagdgründen selber schuld. Papa Vardek ist irgendwie weg. Ich nehme an, es wird nochmal zu einem Showdown zwischen der Familie Jax kommen. Papa, Bruder, Jax, irgendwie im Eispalast, irgendwas ahne ich. Aber das sind Sorgen von morgen und das heute führt mich noch zurück ins Lager der Mitte. Dahin. Und hier Level habe ich jetzt welches? Komm mal her.
51, ja. Die 52 werde ich wahrscheinlich nicht schaffen. Oder doch, ganz knapp vielleicht, aber dann nur dem der Endgegner fällt und danach nützt mir das Level 52 überhaupt nichts mehr. Also Level 51 habe ich also geschafft. Das ist vermutlich das Endlevel im Spiel. Und jetzt kann ich mir noch ein paar Errungenschaften holen, theoretisch. Die für Kampf habe ich, die für Überleben habe ich, die für Handwerk habe ich. Ich glaube, Persönlichkeit fehlt noch. Und Outlaw würde auch noch fehlen. Die Frage ist, ob ich genug Elex habe, um das alles zu machen. Naja, das wird man sehen. Ich verabschiede mich jetzt hier von euch und weiter mit den Vorbereitungen für den Angriff auf den Eispalast geht's im nächsten Teil. Bis dahin!